Irgendwie beginnen alle Folgen so, dass ich in dunkle, modrige, eklige Tunnel laufe. Can it be? Yes. Oh ja, hier scheine ich was Größeres gefunden zu haben. Holz habe ich noch. Ja, ein bisschen was, prima. Ich glaube, wir sind hier goldrichtig. Das da unten sieht aus wie ein Mineshaft. Aber erstmal holen wir uns das Eisen da oben. Wo kommen eigentlich diese ganzen Saatkörner her, die hier neuerdings rumliegen? Ich bin gerade dabei, auf dem Server auch mal einen so einen Mineshaft zu renovieren, auszubauen. Ich höre ganz viele Skelette. Die kommen von da. Das sieht irgendwie anders aus als die Mineshafts, die ich aus dem Multiplayer kenne. Zumindest mit den Zäunen. Also was auch immer ich hier gefunden habe, es sieht interessant aus. Bestehen diese Mineshafts aus Zäunen? Ah, vielleicht auch nur an der Oberfläche. Bevor ich hier gleich nichts mehr Zeit habe, reiße ich die Dinger hier gleich ab, nehme sie mit. Natürlich auch das Eisen hier, die Zäune könnte ich jetzt auch mitnehmen. Das dauert mir jetzt aber zu lange, die alle abzubauen. Auch wenn es natürlich eine schöne Sache wäre. Man hört hier schon die Spinnen. Ja, soll auch ruhig kommen. Zombies sind meiner Meinung nach die einfachsten Gegner. Normale Spinnen oder... normale Spinnen. Die sind noch etwas verbuggt, die Fackeln. Und mit den Schienen wird uns gut gedient sein. Damit mein Selbstheilprozess auch schön bleibt, wird schön vollgefressen. Die Dinger kann man leider nicht abbauen, auch wenn ich es gerne machen würde. Das sind tolle Deko-Elemente und sie bremsen den Fall, sprich man könnte damit prima Aufzüge bauen, die nicht aus Wasser bestehen oder vielmehr Runterfallzüge. Aber ist schon interessant, dass hier die Sachen jetzt aus Zäunen bestehen. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Oh mein Gott, immer mal was Neues. Ist ja auch schön, wenn man im Let's Play auch mal was Neues erfährt. Auch wieder eine normale Spinne. Wir laufen einfach mal weiter. So offene Räume sind nichts für mich. Biegen jetzt mal hier ab. Hier geht es dann in die nächste Etage. Und so wird sich der Mineshaft jetzt hier durch die ganze Anlage winden. Ach Gott, schon wieder so einer. Da ist auch so einer. Aber der ist schon wieder weg. So. Mal schauen, dass ich mich irgendwie hier... ach nee, nicht mit dem Zeug. Irgendwann mit dem Zeug rübergebaut krieg. Wir werden jetzt wahrscheinlich länger in den Mineshaft bleiben, deshalb werden wir uns auch gleich hier eine Kiste und ein kleines Häuschen anlegen. Hier ist auch schon wieder... der... gehen wir einfach mal weg hier. Das ist eine Giftspinne. Habt ihr gesehen? Kleiner, schneller, bösartiger. Da Giftspinnen nur durch Mobspawner spawnen, zumindest soweit ich informiert bin, muss hier irgendwo einer in der Nähe sein. Wo Mobspawner sind, sind auch meistens immer...
mal diverse Schätze in der Nähe. Wie meine Melonsamen, die wir doch so dringend brauchen, ohne die ich nicht leben kann. Also suchen wir uns hier einfach mal die Gegend ab. Gucken vielleicht hier unten rum. Sieht eher nicht so aus. Ja, die ganze Kohle ignoriere ich gerade gekonnt. Was gibt es in der Richtung? Hier kann man schön nach unten weiter. Schon wieder so ein Vieh. Tja, schade. Oh. Da ist der Spawner. Jetzt nehme ich meine Schere zur Hand. Den können wir jetzt auch gleich kaputt machen. Aber wie gefällt euch die Textur von den Spinnen? Ich finde die toll. Er hebt sich auch so ein bisschen ab. Vor allem hat er einige Teile unsichtbar. Sprich, die Spinnen sehen wirklich auch anders aus als die Standardspinnen. Zumindest vom Kopf her. Na komm, mach hinne, mach hinne, mach hinne, bevor irgendwas kommt. Irgendwas ist da! Oh. Mist. Die Spinnen vergiften mich irgendwie gar nicht. Oh, da, guck mal, da ist schon wieder einer. Hier, sie haben jetzt so ein bisschen rot leuchtend dann das Gift von der Spinne. Ach, da ist auch noch so ein Spawner. Oh Gott, sind da viele. Und ein Creeper. Also wenn das Erfahrungssystem jetzt schon funktionieren würde, wären wir jetzt wahrscheinlich gleich zwei Level-Ups. So, hier hängen wir uns jetzt einfach ein Ding hin. Oder nicht, wir hauen einfach so ab. So, momentan sieht's gut aus mit dem Überleben hier. Aber ich möchte jetzt trotzdem lieber in die Seite weiterlaufen. Aber wo kommen die alle her? Oh. Als ob hier irgendwo Creeper, ich mag Creeper auf meinem Gesicht geschrieben steht. Und wir landen in einer Sackgasse. Oder ne, hier geht's ja sogar weiter. Mal umgucken, ob da nicht doch wieder ein Creeper kommt. Also die Viecher habe ich heute gefressen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem der eine, der mir da von hinten kam, der ging mir so auf den Zeiger. So, mach dich das Ding. Hier ist aber, glaube ich, auch schon wieder eine Sackgasse. Nehmen wir noch ein paar Gleise mit. Wie sieht unser Inventar aus? Oh, schnucklig voll. Aber wir verbrauchen jetzt ja auch Werkzeuge hier. Und die Fackeln sind auch schon weg, die überstackigen. Daher mache ich mir da momentan wenig Sorgen. So, das heißt jetzt den anderen Spawner doch auseinandernehmen. Ich hoffe mal, dass sich die Mob-Rate hier etwas gesenkt hat. So, und jetzt hoffen wir mal, dass wir schnell den Spawner auseinandernehmen können. Da kommt schon wieder eine neue. Und unser Schwert gibt langsam den Geist auf, das gefällt mir auch nicht. Aber wir haben mal noch Zeug dabei, können uns dann zur Not noch eines craften.
Ach ja. Und es dauert. Und es dauert. Und es dauert. Und es dauert. Und es... Ah! Und es ist kaputt. Komm runter da. Du wirst jetzt sterben. Nein? So, da oben ist wieder Eisen. Eisen können wir gut gebrauchen. Vor allem, es sind zwei. Das heißt, das ist schon ein guter Ausgleich zu dem Schwert, was wir uns... Boah, ich habe gerade schon wieder dieses Zündeln im Kopf gehabt. Das waren sogar mehr als zwei. So, gehen wir jetzt geradeaus weiter oder gehen wir lieber in die Tiefe? Ach, gehen wir erstmal geradeaus weiter. Mann, sind das viele Spinnenweben. Der positive Aspekt ist jetzt einfach, wir graben uns da dran vorbei. Ah je. Das geht, glaube ich, genauso schnell im Endeffekt. Schere. Schneiden Spinnennetze kaputt. Habt ihr schon mal MRL mit einer Schere ein Spinnennetz kaputt geschnitten? Das geht schneller. Sackgasse. Hier lasse ich die Fackeln jetzt übrigens überall stehen. Aus dem einfachen Grund, das ist eine Orientierungshilfe für mich. Da weiß ich, in welchen Gängen wir schon waren und in welchen nicht. Was machen eigentlich die Kohlevorräte? Sehen auch noch gut aus. So, und wir machen am Morgen weiter und gehen noch einen Stockwerk tiefer.